Hallo, heute zeige ich Ihnen, wie man eine Brother Innovis 200 benutzt, also Bedienungsanleitung. Und wir fangen gleich ein. Ich habe schon ein Video aufgenommen, wie man die Nähmaschine einfädelt, aufspult und wie man die Knopflöcher macht. Das habe ich schon extra aufgenommen und jetzt zeige ich, wie die Maschine funktioniert. Wir haben hier auf der rechten Seite einen Knopf zum Einschalten. Dann haben wir hier einen Deckel. Also man muss aufklappen. Seitlich haben wir eine zum Auf einfädelt. Also man drückt nach unten und lässt los. Dann wird eingefädelt. Hier haben wir auch manuelle Faden abschneiden. Hier ganz hinten befindet sich auch Transporteur zum Transporteur versenken. Hier links, rechts. Das kann man auch machen, wenn man Beispiel sticken möchte. Also Transporteur kann man runter machen. Diese Nähmaschine hat diese Programme hier alle, also 79 Programme. Wie man sieht, hier haben wir vier Knöpfe, also vor der erste Knopf, Beispiel jetzt 30 oder 33, 32, also hier ändert man die Programme. Dann machen wir hier auf 0. Hier haben wir Breite und Länge. Immer einschalten und dann, wie man sieht, hier die Nadel bewegt sich links, rechts für die Breite. Hier haben wir, wenn die Programm, also links oder rechts Muster gemacht wird, dann hier vor Doppelnadel. Hier, wenn die Nadel immer links, denke ich. Jetzt bin ich nicht sicher, wozu ist das. Also, weil hier ist, wenn die Nadel unten bleibt nach jedem Nähen. Und das muss ich noch im Buch sehen, was das sein sollte. Oder wir probieren jetzt aus. Okay, dann machen wir von, also 00. Sie können hier auch Programme, ich glaube, da kann man, hier ist kaputt. Vielleicht kann man so hinstellen oder ist egal, wir machen hier. Also 00 ist auf die linke Seite gerade Stich. So, und Nummer 1 ist mittig. Dann machen wir. Ich mache nicht jetzt alle Programme, wir probieren aus mehrere Beispiele. Dann machen wir dreifache gerade Stich, das ist eher links. Machen wir. Ich will probieren, was das sein sollte. Also Nadel ist dann hoch. Okay, das ist, dass die Nadel immer hoch bleibt. Jetzt wissen wir. Gut, jetzt machen wir Nummer 3. Es ist dreifache gerade Stich. Nicht dreifach ist, 3 ist Zickzack, 2 sollte. Dreifache gerade Stich. Also wir probieren alles bisschen. Gut, dann machen wir Nummer 5. Nadel hoch, Nummer 5. Das ist hier dreifache Zickzack in einer Richtung, in anderer hoch. Wie man sieht, wenn die ausgeschaltet sind, die Nähmaschine so programmiert, sie macht trotzdem weiter. Nur, es ist nicht eingestellt, wie man will. Wenn man einschaltet, dann wird die breiteste Breite hier oder Sie können dann verringern. Zum Beispiel sehen Sie, wie jetzt auch dreifache, aber sehen Sie Unterschied hier und hier. Jetzt machen wir Beispiel Nummer 8. Sieht schön aus.
mache jetzt Nadel immer hoch wegen Programme. So, Nummer 8. Dann machen wir Nummer 12 oder hier, jetzt wird es schon 18. Dann machen wir hier und hier 18. Okay, dann machen wir 26, also hier 2 und hier 6. Dann 26, machen wir hier ein bisschen. Dann machen wir 34. Wie man sieht, es ist ganz einfach. Jetzt machen wir hier umdrehen. Das sieht so schön. Ich mache das weiter. Und die Breite ist richtig breit. Also die jetzt, was ich gezeigt habe, die zwei letzte. Jetzt ein bisschen Geduld. Sehen Sie, wie breit ist das? Sieht richtig schön aus. Okay, jetzt machen wir Beispiel 56, also hier 5, 56. Und wie man sieht, die gleiche, ich benutze ein die gleiche oder dasselbe. Fuß. Hat richtig gute Breite, also die kann man benutzen für alles. Okay, jetzt machen wir 52, sieht auch schön aus. Und ich will probieren, dass sollte links oder rechts dann genäht werden. Ups. Sehen Sie, wie das sehr, sehr schön aussieht. Ich muss jetzt das holen. Dann probieren wir Nummer 64. Okay, probieren wir eine Seite und mal sehen, ob das dann, weil das ist jetzt auf die rechte Seite Blumen. Mal sehen, wenn man das ändert, ob dann da auf die linke Seite. Hat sich was geändert oder ist das nur zum Wiederholen? Also das ist nicht das. Wir versuchen jetzt 63. Okay, machen wir 77. Okay.
Also die Nähmaschine ist da. Machen wir jetzt 70. Mal sehen, was wir den 70 muss richtig dicht. Schön, wie fest und schön eine Seite und die andere Seite. Unglaublich, ehrlich gesagt, ist top. Guck mal. Richtig schön breit. Also, top. Was noch? Also, ich weiß nicht, ich habe nicht verstanden, wozu ist das, aber ich habe Buch, ich gucke in Bedienungsanleitung, dann sage ich Bescheid. Ich habe gedacht, das ist die links oder rechts, wenn man näht. Also, Beispiel, hier ist auf rechte Seite und dann sollte umwandeln auf links. Aber das war nicht so, deswegen ich bin jetzt ein bisschen selber, sagen wir so, überfordert. Aber das macht nichts, das ist Kleinigkeit. Wir haben hier auch diese Punkte, wie man sieht. Manchmal, ich glaube, das kann man memorieren. Und dann kommt man wieder auf das Gleiche. Aber hier geht ganz einfach die erste Zahl. Wenn Sie sehen, Beispiel, ich will Nummer 65, dann ändert man hier oder hier und dann ändert man das so. Also sie hat fast alles. Es gibt auch mehrere Nähfüße, wie man weiß, das ist vor Knopfloch. Dann haben wir vor Reißverschluss. Dann haben wir hier, das wird benutzt, weil mit diesem schwarzen Teil, sie können, ich weiß nicht, es gibt ein Video, dieses schwarze Teil können sie drucken, wenn sie nähen und die Nähfuß bleibt gerade bei dickeren Stoffen. Es wird auch viel oft benutzt. Dann haben wir hier, kann man alles Overlock Nähfuß benutzen. Oder wenn Sie etwas drüber nähen wollen, dass die Ecke nicht beschädigt wird. Oder wie Blindstich Beispiel. Dann hier ist Knopf, Fuß vor Knöpfe. Und hier haben wir auch, kann man alles, sehen Sie, hier gibt es eine Grenzung, auch alles Blindstichfuß benutzen. Das ist zum Trennen, das weiß jeder, wie man sieht. Oh, hier ist kaputt. Egal, das habe ich auch nicht gesehen. Und hier natürlich, hier haben wir auch Doppelnadeln. Hier ist Plastiknadel. Doppelnadel, aber wie viel ich weiß, das sind die Plastikteile. Ich habe noch nicht mit Plastikteilen noch nie genäht.
Wieso sind alle, das ist normale, aber es gibt auch Plastikteile, Plastikdoppelnadeln. Hier, vielleicht mache ich auch ein Video, wie man damit näht. Aber mal sehen, vielleicht auch nicht. Weil es ist einfach, ich habe schon ein paar Videos aufgenommen, wie man mit Doppelnadeln näht. Eigentlich die Nähmaschine ist sehr schön, sehr einfach, ist schon schwer, also sie hat schon ziemlich gute Gewicht. Also wie man die reinigt, mache ich auch ein Video. Das wird das alles reinigen und ölen, aber das machen wir in einem neuen Video. Wenn Sie noch Fragen haben oder etwas, können Sie ruhig schreiben, fragen. Die Nähmaschine bleibt eine Zeit lang bei mir, deswegen können Sie ruhig fragen. Ich habe auch Originalbedienungsanleitung, aber die mache ich meistens kleine Video und auf einen anderen Kanal poste ich. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video.